uns natürlich auch ein herzliches Willkommen zu unserem Input Breaking the Binary, die inklusive Hochschule der Zukunft. Ich heiße Freddy Stebig, neben mir sitzt Sophia Weißer und derzeit im Erasmus ist uns Inja Unkar zugeschaltet. Und wir drei studieren in Leipzig, Berlin und Chemnitz und wir sind die wissenschaftlichen Hilfskräfte von der Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen, kurz KCS. Und die KCS, das ist eine landesweite Einrichtung, die bei der Gleichstellung von der Geschlechter und der Inklusion von Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen im Hochschulbereich aktiv unterstützt. Und wir beraten unter anderem strategisch und konzeptionell zu den Themen Chancengleichheit, Diversität, Gleichstellung und Inklusion. Wir organisieren auch öffentliche Veranstaltungen, Weiterbildungen und Vernetzungstreffen und wir fungieren außerdem als Interessensvertretung in Gremien auf Landes- und Bundesebene. Und auch in unser Themenspektrum fällt die Geschlechtervielfalt. Deswegen haben wir 2023 eine Themenwoche ausgerichtet rund um das Thema Geschlechtervielfalt an Hochschulen. Und auf einem digitalen Podium haben wir da ExpertInnen aus dem Bereich zusammengebracht und haben mit über 60 Personen aus ganz Deutschland zu dem Thema diskutiert. Und wir haben das als sehr gute Resonanz wahrgenommen und haben auch gesehen, das Thema hat weiterhin eine geringe Sichtbarkeit und das hat uns einfach motiviert zu sagen, wir wollen das Thema weiterverfolgen. Und deswegen möchten wir uns heute gemeinsam mit Ihnen der inklusiven Hochschule widmen, also einer Hochschule, die inklusiv für alle Geschlechter ist. Wichtig zu sagen war uns noch, dass der Begriff der inklusiven Hochschule, den wir heute verwenden, von der AG Transemanzipatorische Hochschulpolitik begründet wurde. Die AG Transemanzipatorische Hochschulpolitik setzt sich seit 2014 an Hochschulen dafür ein, dass Menschen, die nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlecht angehören, dort diskriminierungsärmer studieren und arbeiten können. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Input. Da ist es uns ganz wichtig, am Anfang nochmal zu sagen, leider kommt das Thema natürlich nicht damit aus, dass wir heute queerfeindliche Gewalt und Diskriminierung thematisieren. Deswegen, wenn das Thema vielleicht heute nicht so gut für Sie ist, dann würden wir Sie bitten, vielleicht eher dann auf die Aufzeichnung zurückzugreifen. Und jetzt geht es auch schon los. Ich erzähle noch ganz kurz, was heute passiert. Ich erläutere zuerst die aktuelle Situation von TIN-Personen in Deutschland. Danach wird Sophia Weißer konkret auf die Ausgangslage in Sachsen eingehen. Und zuletzt wird Inja Unkert Ihnen das Poster vorstellen, was in der Auseinandersetzung mit dem Thema inklusive Hochschule entstanden ist. Und da werden wir aufzeigen, welche einfachen ersten Schritte Hochschulen und vielleicht auch Sie gehen können, um ein inklusiver oder inklusiverer Raum für geschlechtlich marginalisierte Personen zu werden. Und zuletzt möchten wir gerne noch mit Ihnen in Austausch kommen. Da freuen wir uns über Ihre Beiträge und Ihre Fragen und Ideen. Und wie es schon gesagt wurde, Sie können gerne während des gesamten Inputs Ihre Fragen in den Chat schreiben. Dann sammeln wir diese und am Ende wollen wir dann gemeinsam die beantworten. Und dann freuen wir uns auch über Ihre Wortbeiträge. Zuletzt bekommen Sie auch am Ende des Inputs einen Link bereitgestellt. Unter dem können Sie das Poster, was wir vorstellen, herunterladen oder Sie können es auch kostenfrei über unser Bestellformular auf unserer Website bestellen. Und dann fange ich schon an. Und zwar möchte ich zuerst auf die Situation von TIN-Personen in Deutschland eingehen. Und diese Situation gestaltet sich derzeit wie folgt. Einerseits haben wir eine hohe Sichtbarkeit von TIN-Personen in der Gesellschaft. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen in den Medien. Und andererseits ist das Thema Geschlechtervielfalt aber auch stark politisiert. Und damit einhergeht eine steigende Anzahl queerfeindlicher Straftaten. Das sagt zum Beispiel das sogenannte Berliner Monitoring der Polizei Berlin oder auch die Zahlen des Bayerischen Landeskriminalamtes. In Berlin werden queerfeindliche Straftaten seit 2014 erfasst und seitdem ist die Tendenz steigend. So gab es in Berlin offiziell 2022 456 queerfeindliche Übergriffe. Und in Bayern haben sich die Straftaten von 2022 zu 2023 auf etwa 190 verdoppelt. Und dabei müssen wir in beiden Bundesländern davon ausgehen, dass es eben eine hohe Dunkelziffer gibt. Und in den anderen Bundesländern genauso. Die sogenannte Leipziger Mitte-Studie zeigt zudem, dass auch die negativen Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber TIN-Personen zunehmen. So stellten 2023 17% der befragten TIN-Personen ihre Transitionswünsche in Abrede und 2020 bzw. 2021 waren es hingegen noch 11% bzw. 12%. Das zeigt also,
Negative Erfahrungen sind für TIN-Personen alltäglich und das auch im Hochschulkontext. Und obwohl das Thema Diversität an Hochschulen in der Forschung, in der Lehre und Praxis eine immer größere Rolle spielt, ist die Forschungslage zum Leben von trans-, inter- und nicht-binären Personen an Hochschulen in Deutschland insgesamt weiterhin ungenügend. Die neueste Entwicklung, davon haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, ist das sogenannte SBGG, das Selbstbestimmungsgesetz, das im Herbst das diskriminierende TSG ersetzen wird. Geschlechtseintrag und Vorname sind dann künftig durch eine sogenannte einfache Erklärung mit Eigenversicherung änderbar. Und die Hoffnung, die sich mit dem neuen Gesetz verknüpft, ist eben, dass die bisher uneinheitliche Auslegung von Rechten für TIN-Personen sich nun vereinheitlicht. Und was das genau bedeutet, darauf wird Sophia Weißer jetzt eingehen. Genau. Ja, Entschuldigung, meine Stimme ist noch ein bisschen lädiert von meiner Erkältung, aber ich hoffe, dass trotzdem alles gut verständlich ist. Ich gehe jetzt ein bisschen auf die Lage der TIN-inklusiven Hochschule in Sachsen ein. Im Rahmen unserer Aktionswoche für die TIN-inklusive Hochschule, die Freddy eben schon erwähnt hat, haben wir in der Koordinierungsstelle eben auch eine Umfrage zum Thema Geschlechtervielfalt an Hochschulen an die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der sächsischen Hochschulen verschickt und haben uns von diesem Fragebogen erhofft, dass wir ein bisschen genaueren Einblick bekommen, wie die Hochschulen eben so im Alltag mit den Themen Geschlechtervielfalt und Inklusivität umgehen. Und dieser Fragebogen war in zwei Teile gegliedert, wobei sich der erste Teil mit den strukturellen Voraussetzungen für Geschlechtervielfalt an Hochschulen und der zweite Teil mit der praktischen Umsetzung von Geschlechtervielfalt beschäftigte. Bei den strukturellen Voraussetzungen wird deutlich oder wurde in den Ergebnissen deutlich, dass sich unterschiedlichste Akteurinnen für die Geschlechtervielfalt an Hochschulen einsetzen. Eine Diskrepanz zeigt sich dann jedoch zwischen den einzelnen Hochschulen. Es gibt beispielsweise an einigen Hochschulen mehr öffentliche Bekenntnisse zu Geschlechtervielfalt und Diversität, mehr Gremien, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch eine konsequentere Integration des Themas in hochschulstrategische Dokumente als anderen. Daraus folgt dann eben auch die Kritik, es sei noch einiges zu tun. Unter anderem wird auch die Wirkung beispielsweise der hochschulstrategischen Dokumente, die ich gerade erwähnt habe, kritisiert. Sie dienen zwar dem Selbstverständnis der Hochschule und haben auch eine gute Außenwirkung, an der Umsetzung innerhalb der Hochschule hapert es dann aber teilweise. Und auch im Themenfeld der Hochschulstatistiken zeigen sich unterschiedliche Ausprägungen. Teilweise enthalten offizielle Dokumente wie Zeugnisse, Leistungsnachweise und Studierendenausweise nach wie vor vergeschlechtlichte Angaben und immer noch gibt auch die Hälfte der befragten Hochschulen Personal- und Studierendenstatistik nur binär, also männlich-weiblich, aus. Auf der anderen Seite ist es dann eben aber auch an fast allen befragten Hochschulen möglich, das im hochschulinternen Verwaltungssystem hinterlegte Geschlecht ändern zu lassen. Und nicht nur im strategischen, sondern auch im praktischen Umgang mit Geschlechtervielfalt gibt es ganz unterschiedliche Umsetzungsstände. Das Verfahren zur Änderung von Namen und Geschlecht von Studierenden ist beispielsweise an den meisten Hochschulen nicht standardisiert und wird auch nicht offiziell kommuniziert oder beworben. So bleibt es also den Studierenden und den betroffenen Studierenden dann auch überlassen, sich ausreichend zu informieren und die entsprechenden Stellen aufzusuchen. Diese zentralen Anlaufstellen gibt es aber für alle Statusgruppen und auch an allen Hochschulen, also beispielsweise Studierendenräte, Gleichstellungsbeauftragte, die Stabsstellen, die Antidiskriminierungsbeauftragten und auch Personalbüros und Beschwerdestellen. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Hochschulen kümmert sich auch um die praktische Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit, beispielsweise durch Kampagnen oder Leitfäden zur geschlechtergerechten Sprache. Und darüber hinausgehende Sensibilisierungsveranstaltungen gibt es wiederum nur an wenigen Hochschulen. Auch offiziell eingerichtete All-Gender-WCs gibt es nur an wenigen Hochschulen. Viele verfügen aber über selbst eingerichtete WCs, beispielsweise innerhalb der Institute, die dann eben selbst eingerichtet wurden. Und ganz kurz nachdem wir die Umfrage durchgeführt haben, ging beim Sächsischen Landtag eine kleine Anfrage der Partei Die Linke ein. Hier wurde auch abgefragt, ob an den Hochschulen Leitfäden oder Empfehlungen zur geschlechtergerechten Sprache vorliegen, Studierende und Mitarbeitende die Möglichkeit haben, ihre Stammdaten, also Name und Geschlecht, selbst zu verändern, ob es genderneutrale Toiletten gibt und ob kostenlose Menstruationsprodukte in den Unis zur Verfügung gestellt werden. Und anders als bei unserer Umfrage war hier nicht klar, wer für die Beantwortung der kleinen Anfrage zuständig war an den Hochschulen,
Aber es sind natürlich ganz ähnliche Fragen wie die wir auch gestellt haben. Auffällig ist dann, dass die Antworten jedoch teilweise ganz anders ausfallen. Beispielsweise ist es laut Kleiner Anfrage an der Hälfte der Hochschulen möglich, selbst die Stammdaten, Namen und Geschlecht im hochschulinternen Verwaltungssystem zu ändern. In unserer Umfrage wurde dann jedoch deutlich, dass es dafür meistens einen Sachbearbeiteten braucht und das Vorliegen des DGTI-Ausweises und die Unterzeichnung eines Haftungsausschlusses zur Absicherung der Hochschule. Ein ganz gravierender Unterschied wird zwischen unserer Umfrage und der Kleinen Anfrage wird bei der Anzahl der genderneutralen Toiletten deutlich, die in der Kleinen Anfrage sehr viel höher angegeben wurde als in unserer Umfrage. Und insgesamt wird deutlich, sowohl in unserer Umfrage als auch in der Kleinen Anfrage, dass je größer die Hochschule, desto eher lässt sich strukturell und auch praktisch die Inklusivität umsetzen. Und wünschenswert wäre natürlich für uns und für alle eigentlich eine finanzielle und auch ideelle Unterstützung durch die Hochschulleitungen, sodass alle Hochschulen eben die Möglichkeit bekommen, inklusiv zu werden. Und dass das auch im Kleinen gestartet werden kann, darauf möchten wir jetzt gerne eingehen und Ihnen das von uns gestaltete Plakat vorstellen. Und dafür übergebe ich jetzt an Inja Unkraut. Genau, ja, also unter anderem die von Sophia gerade beschriebene Lage von TIN-Personen an Hochschulen haben wir dann als Anlass genommen, unser Poster zu entwickeln. Außerdem wollten wir eine Art Publikation veröffentlichen, die eben an unsere Themenwoche von letztem Jahr anknüpft zum Thema TIN-inklusive Hochschule. Das hatte Freddy ja am Anfang erwähnt. Und wichtig bei dieser Publikation war uns, dass sie kostenlos und möglichst zugänglich ist. Und dass es sich eben nicht um eine mehrseitige Handreichung handelt. Davon gibt es nämlich schon einige, auch sehr informative Dokumente, sondern wir wollten eben alles auf einen Blick haben und dafür eignet sich das Poster als Format. Wichtig war uns auch ein Design, das Spaß macht und zeigt, dass die TIN-inklusive Hochschule eben kein Luxus sein muss und auch nicht kompliziert, sondern dass es einfach darum geht, dass alle Angehörige der Hochschule sich entfalten können und eben ungehindert studieren oder auch arbeiten. Und klar ist dabei für uns natürlich auch, dass wir TIN-Inklusion überall brauchen. Aber die Hochschule ist eben ein guter Startpunkt, weil sie als Vorbild vorangehen kann. Denn Hochschulen sind halt einerseits Orte der Wissensproduktion, andererseits müssen Hochschulen dieses Wissen aber auch implementieren, anwenden und ernst nehmen. Bei dem Design spielen weiterhin Farbverläufe eine zentrale und wiederkehrende Rolle. Das ist eben eine Referenz zum Kontinuum von Geschlecht. Und genau, der Lesefluss des Posters ist von links oben nach rechts unten. Und somit ist die erste Hälfte des Posters sozusagen eine Zusammenfassung davon, was TIN eigentlich ist und warum es TIN-inklusive Hochschulen braucht. Genau. Was ist TIN? Um niedrigschwellig für das Thema zu sensibilisieren, war für uns klar, dass wir damit einsteigen müssen. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das kann ja auch gern später noch nachgeschaut werden. Dann haben wir als Punkt danach, warum braucht es TIN-inklusive Hochschulen? Und da fassen wir eben nochmal die Problemlage zusammen. Denn verschiedene Diskriminierungen und Hürden gehören für TIN-Hochschulangehörige leider zum Alltag. Und dazu gehört zum Beispiel die Ansprache mit dem abgelegten Namen, dem Deadname, die Ansprache mit falschen Pronomen und aber zum Beispiel auch die Benutzung von binär aufgeteilten Sanitäranlagen. Das kann nämlich sehr belastend sein, wenn es eben keine geschlechtsneutralen Toiletten gibt, wie es eben doch noch oft der Fall ist, und TIN-Personen sich dann einer Kategorie zuordnen müssen. Und vor allem kann es eben auch zu Konfrontationen mit anderen NutzerInnen der Sanitäranlage kommen. Und das kann dann entweder dazu führen, dass manche Personen gar nichts essen oder trinken, um diese Situation zu vermeiden. Oder sie kommen eben gar nicht in die Hochschule oder Uni, was natürlich ein Problem ist. Und zusätzlich gibt es oft keine Ansprechpersonen für diese Probleme. Das sind keine haltbaren Zustände, finden wir auf jeden Fall. Aber jetzt natürlich noch offen, was getan werden kann, um diese Probleme anzugehen. Und hier haben wir auch nochmal einen ganz spannenden Comic für Sie eingeblendet, der
ganz gut illustriert, wie anstrengend diese alltäglichen Situationen sein können. Das Comic ist von dem Projekt Non-Binary University Berlin, Wien, Entschuldigung. Und genau, ich würde direkt mal den Link teilen, bevor ich es vergesse. Das Comic ist nämlich eigentlich noch ein bisschen länger. Das können Sie sich dann auch gerne anschauen. Genau. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter, nämlich zu den Lösungsansätzen und zu der zweiten Hälfte des Posters. Dazu haben wir nämlich einige Maßnahmen recherchiert, die wir dann in drei Gruppierungen zusammengefasst haben. Und der erste Punkt sind die Namensänderungen und das betrifft zum Beispiel die Immatrikulation, die Identitätsfeststellung oder auch Verwaltungssysteme. Und hier ist sehr wichtig zu wissen, dass rechtlich gesehen der Vorname nicht nötig ist, um beispielsweise Leistungen oder Noten im Studium einer bestimmten Person zuzuordnen. Denn dafür reicht zum Beispiel die Matrikelnummer völlig aus. Und wenn die Geschlechtsänderung noch nicht in den amtlichen Ausweisdokumenten erfolgt ist, dann kann eben auch ein Ergänzungsausweis von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität verwendet werden, um sich dann eben mit dem richtigen Namen zu immatrikulieren beispielsweise. Der zweite Punkt ist die strukturelle Unterstützung und das betrifft die Ausstattung der Hochschule, Hilfs- und Beratungsangebote, aber auch Weiterbildungsangebote. Denn eine TIN-inklusive Hochschule braucht unterstützende Strukturen für ihre TIN-Hochschulangehörigen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es konkrete Ansprechpersonen gibt, aber auch Vernetzungsmöglichkeiten und Hilfsangebote, aber auch eben geschlechtsneutrale Toiletten, Duschen und Umkleiden, wofür oft sogar nur die Beschilderung geändert werden muss. Und wenn möglich, empfehlen sich aber eben auch Einzel- statt Gruppenkabinen. Und zur unterstützenden Struktur gehören auch Weiterbildungsangebote für noch nicht sensibilisierte Hochschulangehörige für die Belange von TIN-Personen. Und das führt uns dann zu unserem letzten Maßnahmenpunkt. Das ist eben der diskriminierungssensible Umgang an der Hochschule. Und das betrifft die Lehrinhalte, die Ansprache und Pronomen sowie die Thematisierung von Diskriminierung. Und gemeint mit diesem Punkt ist eben vor allem das Klima und so die Umgangsform an der Hochschule, um schlicht zu vermeiden, dass TIN-Personen sich aus dem Uni-Alltag zurückziehen und eben der Hochschule fernbleiben. Und dabei spielen unter anderem auch Dozierende eine wichtige Rolle, denn sie können einige Entscheidungen treffen, die positiv zu einem angenehmen Klima beitragen können. Zum Beispiel können Dozierende in den Lehrveranstaltungen eben verschiedene Perspektiven und AutorInnen thematisieren. Und beispielsweise kann auch in der ersten Sitzung eine Vorstellungsrunde gemacht werden, in der Studis dann ihre Namen und Pronomen eben selbst vorstellen können. TIN-diskriminierende Äußerungen sollten genauso wie eben andere diskriminierende Aussagen auch thematisiert werden. Und das sollte sowohl innerhalb der Lehrveranstaltungen gelten als auch außerhalb. Und dazu gehört dann eben auch eine wertschätzende und offene Fehlerkultur an der Hochschule zu fördern und zu kultivieren. Genau, und jetzt können wir gerne auch noch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir haben ja einige Diskussionsfragen vorbereitet, aber auch Rückfragen können gerne gestellt werden und wir greifen auch gerne die Fragen auf, die es bisher schon im Chat gab. Genau, also im Chat sind bislang meiner Ansicht nach noch keine Fragen gelandet. Das heißt, es wäre jetzt die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen zu dem Poster oder genau zum Ablauf. Ansonsten können Sie gerne auch Ihre eigenen Erfahrungen teilen. Ich sehe schon ganz viele klatschende Hände. Vielen Dank. Und am Ende der Diskussion würden wir dann eben auch noch den direkten Link für die Bereitstellung des Posters, super, direkt schon ausgedruckt, Ihnen schicken. Sie können das eben bei uns bestellen, kostenfrei. Das ist dann ein A1-Format. Sie sehen das hier hinten auch an der hinteren Wand, natürlich klein. genau.